Und damit grüße ich wieder hier bei The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir einen Dungeon abgeschlossen, und zwar den Zeitschrein. Haben uns da ein neues Dungeon geholt, den im Moment ziemlich unnützen Kopierstab, weil der in der jetzigen Zeit wieder seine ganze Macht verloren hat. Und haben aber auch ein weiteres Teil der Spiegel, also des Schattenspiegels, eine neue Spiegelscherbe bekommen. Fehlt noch eine. Damit wir wissen, wo die ist, müssen wir jetzt wieder nach Hyrule zu Selma. Also mal ab in die Stadt. Fax, wo bist du? Natürlich kommt die auch wieder, ist ja klar. Hallo Fax, ich hab Post für dich. Hier steht auch der Absender. Leonard, sagt dir das etwas? Ja, gib schon her. Also es wäre erledigt. Und ab die Post. Ach Gott, mal schauen, was der Leonard von uns will. Briefe, Ilias Erinnerungen. Hallo Fox, ich weiß, du hast viel zu tun, aber komm bitte nach Kakariko und besuch mich im Heiligtum. Ich habe Informationen über Ilias Erinnerungen, die ich dir unbedingt mitteilen muss. Okay. Das werden wir auch machen, aber als erstes gehen wir in die Stadt. Oh, dich haben wir schon gespendet, da brauchen wir jetzt nicht mehr spenden. So, bevor wir zu Ilia gehen, haben wir noch was anderes vor. Und zwar, wir haben doch 20 Geisterseelen gesammelt. Die werden wir jetzt erstmal abgeben. Und zwar war die hier hinten, glaube ich, in der Gasse, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oh, müssen wir es verwandeln? Ich hoffe, das geht hier. Och! Tür ist ja zu. Hallo, hier hinten sieht mich aber wirklich keiner. Außer die Katzen, aber die sind doch egal. Geht doch, sag ich doch. So, dann können wir nämlich hier uns durchgraben, wie er uns gesagt hat. Da ist er Giovanni, ich glaube. Aber er hieß Giovanni, gut. Lieber Giovanni, ich gebe dir die Geisterseelen. Er kann sich zumindest wieder bewegen. Ich habe vergessen, was der bestimmt hat. Er hat es dir bestimmt. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das habe ich wohl LSD zu verdanken. Nun, soll ich mich erkenntlich zeigen, ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann? Wir haben Feentau erhalten. Flüssigkeit in der Flasche. Die Essenz des Feensegens. Mhm. Ja. Bestes. Oh, ich steige meine Angriffskraft. Auch nicht schlecht. Aber das Wichtige ist, wir haben eine neue Flasche bekommen. Das findet man in der Grube, wir sind ganz im Westen, da gibt es wohl eine Höhle. Mein Körper ist immer noch ganz golden, vielleicht ist meine Seele noch nicht ganz komplett. Seltsam, vielleicht ist es erst 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett zu machen. Ob ich dich wohl noch einmal losschicken kann, ob meine kleine Kläfer wohl noch einmal 40 Seelen jagen kann. Ja, das werden wir auch noch machen. Aber nicht jetzt. Ich wollte nur mal die Flasche abholen. Diese Katzen hier. Hier sehen wir jetzt 4 Flaschen. Sehr schön. So, mal wieder zurückverwandeln. Jetzt machen wir uns auf zu Selma. Jetzt machen wir uns auf zu Selma. Moment. So, zu Selma geht's hier rein. Kennen wir den Weg schon, waren wir schon mehrmals. Auch wenn es Leonard eh schon einen Hinweis gegeben hat, wir schauen trotzdem hier nochmal rein. Selmas Wirtshaus, mal wieder. Hallo Selma. Ach, der Gelehrte ist jetzt nicht da. Kakariko. Hiago ist gerade in Kakariko. Wenn du auch hin willst, dann sieh doch gleich auch mal nach den Kindern, Fox. Genau. Das heißt, wir gehen nach Kakariko. Ganz einfach. Hätten wir auch ohne rausgefunden, jetzt da wir ja eh den Brief von Leonard bekommen haben, wo es eigentlich auch schon drin stand. So, Wappen, da sollte mich keiner sehen hier hinten. Nach Kakariko.
So, aber bevor mir... Okay. Monster, nicht weg hier! Ja. Ich war einen Schritt zu weit vorne. Ich wollte eigentlich sagen, bevor wir hier runterschauen, werden wir nochmal im Maromarkt unser Geld los. Es fehlt noch ein 100er für die Brücke, aber den werden wir auch noch zusammenbekommen irgendwie. Ja, das wissen wir, fehlt noch natürlich noch 400 rein, dann sind wir wieder pleite, aber was soll's. Wir werden sicher noch ein bisschen Geld bekommen hier in unserem Abenteuer. Spätestens, wenn wir die Goldinsekten dann abgeben. Schauen wir mal da ins Gebäude rein, was hier los ist. So, Leonard. Hallo Fox, ich habe auf dich gewartet. Ich habe gute Nachrichten. Wenn alles klappt, können wir Ile ihre Erinnerung zurückgeben. Sei ich Iago, dem Bekannten von Selma? Forscht nach irgendetwas in den Wolken. Du wolltest die Steinstatue sehen. Ich habe ihn in die Katakomben des Heiligtums gelassen. Weil die Ilia sich daran erinnert, dass sie von ihrem Helfer etwas über irgendeinen Stab aus den Wolken gehört hat. Der Älteste der Gronen sagt, es gibt einen Weg, ihr ihre verlorene Erinnerung wiederzugeben. Muss ihr Gedächtnisfragmente zurückverfolgen und wieder zusammenfügen. Das heißt, wenn man die Handlung bis dorthin, wo ihr geholfen wurde, zurückverfolgt, sollte es ein Mittel geben, ihre Erinnerungen zu finden. Ich hörte, dass sie, bevor sie in unser Dorf kam, bei einer Frau namens Selma war. Es wäre gut, mit ihr zu reden, wenn du zu Selma gehst. Gib ihr bitte das hier. Hetzt Lennarts Brief. Beschreibt, wie du Ilias Erinnerung zurückbringst. Sehr gut. Weißt du, ich komme mit ihr nämlich nicht so gut aus. Also dann, Fox, auf in den Kampf. Nicht so gut aus. Sie flirte die ganze Zeit mit dir, das haben wir doch gesehen. So, reden wir gleich mal mit Iago hier unten. Genau, die Statue kennen wir doch, aber unser Stab hier ist irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust, da macht nichts. Was für eine Überraschung, wenn das nicht Fox ist. Wer hätte gedacht, dass wir uns an einem Ort wie diesen treffen? Ich bin eigentlich hier, um die Legende der Kumulaner zu untersuchen, die man sich in Hyrule erzählt. Dass du gerade jetzt auftauchst, du bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich sie gefunden, die steinerne Statue. Das ist die, die in den Dokumenten meines Vaters beschrieben wird. Es gibt in Hyrule viele solche Statuen. Diese hier ist irgendwie anders. Schaut auch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters? Das scheint kumulanische Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich hier wecken. So steht das hier. Diese Ile ist doch ein Bekannter von dir, oder? Kein richtig Leid und alle Erinnerungen zu verlieren. Sie findet doch einen Star aus den Wolken. Ich glaube, es ist irgendwas mit Worten, die das Siegel lösen zu tun hat. Kann man denn nicht irgendwas tun, um ihre Erinnerung zurückzubringen? Sie würde wohl so manches Rätsel lösen. Ja. Der Stab hier. Kommen wir jetzt eigentlich wieder raus hier. Aber nicht als Wolf wieder hier hochspringen. Muss doch einen anderen Weg geben. Ja, hier kann man hier rausklettern. Ich weiß auch nicht mehr, ob der diese Stimme hatte, aber ja, die hat er jetzt einfach ab jetzt. Raus wieder hier. Und wieder zurück zu Selma. Waren wir schon lange nicht mehr. Hier sollten wir uns eigentlich verwandeln können beim Lichtgeist. Warpen. Wieder zurück nach Hyrule Stadt. Wohin denn sonst? So, und dort, wo wir den Part heute begonnen haben, sind wir jetzt wieder. So, wieder zurückverwandeln. Und rein da. Irgendwie kommt mir der Weg schrecklich bekannt vor.
Sind wir denn heute nicht schon mal gegangen hier? Naja. Ist halt so in Zelda. Immer wieder dieselben Wege. Immer wieder was Neues dabei entdecken. So, ja, hier geht's schon rein. Und wieder zu Selma. Und diesmal sprechen wir aber mit Selma und schauen uns nicht die Karte an. So, meine gute Selma, nee, wir sprechen nicht mit ihr. Wir geben ihr den Brief von Leonard. Bitteschön. Wow, der ist ja von Leonard. Aber steht da etwa gar nichts über mich? Na, was soll's. Hauptsache, ich weiß jetzt, was die Sache ist. Also gut, Ilya braucht unsere Hilfe. Aber so viel war ich auch nicht. Nur, dass es der Arzt war, der Ilya ursprünglich hierher gebracht hat. Vielleicht weiß er ja etwas. Allerdings, naja, es ist nämlich schwierig. Weil du zeigst ihm das hier, magisches Papier, schwierige Menschen Gespräche gemacht. Das ist eine Rechnung, eine wirklich hohe Rechnung von einem noblen Restaurant. Für den Arzt in Heidelstadt. Nobles Restaurant, Selmas Wirtshaus wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr fällt bald alles wieder ein. Findest du nicht auch, Fox? Ja, die wirkt sicher Wunder, die hohe Rechnung. Ich hoffe, er war nicht mit Selma dort essen und Selma das übernehmen. Ja, egal. Er wirkte nicht mehr so jung wie Selma. Heißt ja nichts heutzutage, aber egal. Gut, der Arzt war, glaube ich, hier drüben. Ach, mal in den Kopf anhauen, macht nichts, ist ja nicht das erste Mal. Oh, habe ich schon hingelegt, okay. So, hier wissen wir, ist die Arztpraxis. Und der gute Doktor. Was? Was zum? Ich bin nicht der Kleine. Was hat denn der wirklich für eine Stimme? Ist wurscht. Der Kleine, der den Sucherjungen gerettet hat, wo ihn das so gar nichts einbringt. Was für dich hier? Eine Suchung, aber Geld hast du doch wohl. Übrigens, die kleine Ilya, sie hat nicht so über mich gesprochen. Nein, aber ich habe eine Rechnung für dich. Ah! Warte, noch ein wenig. Ich zahle ja. Was hätte ich das Geld schon beisammen? Hätte ich die Schnitzerei von dem Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Dann habe ich meine Zini über die Schnitzerei verschüttet und dann hat sie so gestunken. Die habe ich sofort zum Trocken nach draußen gestellt, aber dann hat sie irgendwer gestohlen. Unglaublich nicht, wahr? Die Leute stehen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt. Jedenfalls ist ja keine Schnitzerei und Geld habe ich auch keins. Also kann ich dir auch nichts zurückgeben. Also gut, arbeiten, arbeiten. Ja, da hinten sieht es irgendwie aus, als wenn da was verschüttet worden ist. Da können wir nämlich jetzt den Geruch der Medizin aufnehmen und dadurch können wir auch das Zeug finden. Ja, die Schnitzerei finden. Ja, da hättest du die Tür aber auch aufmachen können, also wirklich. Dann schauen wir mal. Zum Trocknen rausgestellt. Das heißt, die ist sicher hier hinten gewesen. Irgendwo. Ach Gott. War das drinnen? Nee, warte mal. Schauen wir nochmal rein. Ist ja egal. Wir haben doch Zeit. Mal hier hoch irgendwie. Ja, na klar, aber nur als Wolf. Macht irgendwie, ja, total Sinn. Ach Gott, was ist denn heute los hier?
Unglaublich. Ja, hier sieht man schon. Die Duftspur führt raus auf den Balkon. Wir folgen einfach der Duftspur, die laufen eh weg von uns. Ach, schon wieder falsche Taste hier. So. Wo bringt uns diese Duftspur wohl hin? Ich bin sehr gespannt. Aha, die Katze. Suchst du etwa dieses Ding, das Ida bei sich hatte? Hast du herausgefunden, dass ich es dem Arzt abgenommen habe? Ganz schön clever. Aber da waren die Knochenhunde. Die haben sie mir weggenommen. Ich sag dir, wenn solche Grippe hinter der Schnitzerei hier sind, ist die Kleine dann irgendwas groß geraten. Die Biester sind irgendwo in der Nähe des Südtors und dummweise kommen sie nur nachts aus ihren Löchern. Außerdem sind sie immer in Rudeln unterwegs. Du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zurückzubekommen. Zurückzubekommen musst du sie. Und zurückbekommen musst du sie. Sie ist ein Schlüssel zu Ilias Erinnerung. Schlimmere dran sei, ich müsse jetzt warten, bis Nacht wird. Das Besiegen ist nicht das Problem, aber das Warten. Zwar sind die hier draußen auf den Feldern vor der Stadt. So, es ist Sonne. Wie lang dauert es noch? Ah, ich sehe schon am Untergehen. Sehr gut. Wir können ja so lange mal hier ein bisschen den Rasen mähen. Auch wenn es nicht viel bringt, aber Zeitvertreib ist Zeitvertreib. Nicht runterfallen. Ich wollte eigentlich nur schauen, was hier unten ist. Ah, so ein Gitter. Ich glaube, das ist jetzt später wichtig. Ich glaube, das bringt uns im Moment noch nichts. Naja, egal. So, jetzt könnte es langsam Nacht werden. Dunkel wird. Oh, schön. 15 Rubine. Wird ja langsam, ja, es wird auch schon langsam dunkel. Das heißt, es dauert nicht mehr lang. Hier ist noch ein bisschen Gras zum Ummähen. Das ist eine Pflanze, die wir auch töten können. Kannst du nicht als Wolf aufheben? Nein, dann halt nicht. Ah, es wird Nacht, sehr schön. Da sehen sie ja schon. Sind ein paar mehr als was ich dachte. Aber die werden wir trotzdem schaffen. Oh mein Gott, was lassen die hier für Rubine fallen? 10er Rubin. 5er, noch ein 10er, 5er, noch ein 5er. Hier auch noch einer? Nee. Oh, ist abgehauen. Ach, hier ist noch ein 10er. Hier ist noch ein 5er. So, meine Freunde. Fünfer. Und das war's. Wir haben die Schnitzerei wiedergefunden, die ursprünglich Ilia gehörte. Der Schlüssel soll Ilias Gedächtnis sein. Sehr gut. So, das heißt mit ein bisschen Geld. So, jetzt will ich aber die 100 noch sammeln, damit die Brücke fertig ist. Wird ja machbar sein, nehme ich an. Hoffe ich mal. Nicht mit so kleinen Vieh. Das dauert ein bisschen länger. Ich weiß, wir haben in der Höhle unten am Hyliasee noch was. Ach, da will ich jetzt eigentlich nicht reingehen. So, wir finden noch 10. Die sollten ja wohl wirklich machbar sein. Einzelnes.
oder auch nicht. Egal. 9 Rubine noch. 9. Und kein einziger in dem Gras. Ach doch, hier einer. 8 noch. Vor allem, wenn dann wieder Nacht ist, ist es eh wieder egal mit den Rubinen, weil da hat der Mario-Markt ja wieder geschlossen. Kundenservice wird sehr groß geschrieben bei Mario. Mhm. Egal, ich hole mir die jetzt trotzdem. Vielleicht ist dann eh wieder Tag, bis wir soweit sind. Och, aber nicht wirklich, oder? Absolut nichts. Wirklich? Toll. Weg mit dir. Auch nichts verloren. Oh Mann. Was ist denn los hier? Aber so. Gar nichts. Egal, dann. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich Wappen zu Kakariko, beziehungsweise nach Kakariko. Und uns wieder zurückfahren, dass wir nicht wieder rausgeworfen werden. Dann können wir nämlich auch die Schnitzerei hier drauflegen. Und dann gehen wir wieder hier rein. Was erwartet uns hier drinnen? Wenn mir Ilya das geben, redet sie sich wirklich an etwas? Schauen wir mal. Schau mal, Ilya, ich habe hier was für dich. Was ist das? Ich war irgendwo eingesperrt und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieser jemand gegeben, als ich befreit wurde. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber diese Person ist immer noch in Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen, aber wo war das nur? Wieso kann ich mich nur nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in allen Zeiten in der Königfamilie von Hyrule gedient hat. Sie dienen dem König in Verborgenen, deshalb leben sie auch zurückgezogen an geheimen Orten, aber das Volk wurde vernichtet. Verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Elden an dem Weg, der nach Ranel führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg, man wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Aber dir trotzdem keine Sorgen, gerade in Zeiten wie diesen sind wir gewohnt immer bereit zu helfen. Habe ich jetzt wirklich keine Idee mehr, was der für eine Stimme hat. Ist schon so lange her, dass wir mit dem geredet haben. So, Oberhaupt Kroger ist schon vorgegangen und wartet. Wenn du ihn nicht findest, zieh einfach auf der Karte nach. Geh mal zu dem Weg hinter der Brücke von Elden, der nach Ranel führt. Gut, machen wir. Er sagte, wir schauen erstmal auf unsere Karte. Hier oben müssen wir hin. Damit es ein bisschen schneller geht, haben wir hinten noch unsere Plätze rumstehen und die werden wir uns jetzt mal holen. Komm her, du Fisch hier. Pferd, nicht Fisch. Ja, da eh Nacht ist, bringt uns Mario Markt nicht viel. Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen Geld, was wir noch spenden können. Haben wir schon aufgemacht. Kann man einfach durchreiten. Ich mag mich die Kameraeinstellung heute gar nicht. Ach, lass mich in Frieden, bitte. Ich will mich jetzt nicht mit euch rumärgern. Oh nö. Ja, komm. Fast hätte ich euch erwischt. Zumindest das Vieh ist weg. Ich glaube, die anderen folgen mich nicht. 3 Münzen noch. Schön, dann hätten wir die 100 auch voll. Schaffen wir auch noch.
Lass mich in Frieden. Danke. Einfach nur da hinten hin. Och, nochmal so ich. Ja, toll. Wenn ich natürlich hier stecken bleibe, dann ist es sehr toll. Ich steige gleich ab vom Pferd. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir sowieso absteigen hier. Natürlich trifft mich der noch während dem Absteigen. Lass mich einfach in Frieden. So, was ich hier... Habe ich gerade den Pfeil mit meinem Pfeil erwischt. Oh Gott. So, was sich hier hinten befindet, erfahren wir nach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Also, bis dann.